Einen schönen guten Tag zur Kaffeestunde aus dem Landtag von Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Joachim Paul. Ich bin Europawirtschafts- und Hochschulpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Piraten hier im hiesigen Landtag. Und ich möchte mit euch mal so ein bisschen durch die Medienlandschaft hopsen. Vor allen Dingen geht es mir da um Qualitätsmedien. Wir lesen im Spiegel vom vergangenen Samstag. Da gibt es auf Seite 34 Anfang drei Seiten. Einen längeren Beitrag mit dem Titel Verflüssigt und dem Niedergang über den Niedergang der Piratenpartei. In der FAZ von gestern, von Montag, den 27. März, gibt es auf Seite 4 einen Beitrag mit dem Titel Piratische Wirklichkeit. Die Partei steht vor dem Ende. Man möchte jetzt erwarten, dass so ein bisschen Bilanz gezogen wird, was Piraten so alles veranstaltet haben, aber weit gefehlt. Insbesondere die vier Fraktionen kommen relativ schlecht weg. Deswegen möchte ich mal kurz ergänzen, nur für die Landtagsfraktion in NRW, was wir in den letzten 5 Jahren so gemacht haben. 5 große Anfragen, 918 kleine Anfragen, 28 Gesetzentwürfe, davon 22 eigene, 351 Anträge, 87 Entschließungsanträge, 98 Änderungsanträge, 8 Eilanträge und 33 Anträge auf aktuelle Stunden, von denen 16 durchgeführt wurden. So, und in der Rheinischen Post, hier die neueste Lokalausgabe, die Neuss-Grevenbrocher Zeitung, vom Karnevalsdonnerstag von Altweiber, lesen wir etwas ganz anderes, das ist auch ein Qualitätsmedium. Wir lesen dort auf der ersten Seite einen Artikel mit dem Titel Juristen kritisieren die Landesregierung. Die umfassende Zusammenarbeit mit Bertelsmann ist aus Sicht von Staatsrechtlern bedenklich. Und dort werden zwei Professoren, Verfassungsrechtler, Staatsrechtler kritisiert, Christoph Degenhardt aus Leipzig und der Düsseldorfer Martin Morlock. Degenhardt sagt beispielsweise, dass er nach Durchsicht der knapp 50-seitigen Antwort der Landesregierung auf die große Anfrage der Piratenfraktion zum Einfluss der Bertelsmann-Stiftung auf die Landespolitik, sagt er, es bestehe das Risiko, dass partikulare Interessen über das Gemeinwohl siegen, sagt Herr Degenhardt. Und Martin Morlock aus Düsseldorf ergänzt, der Willensbildungsprozess muss demokratischen Prinzipien folgen und darf niemandem Einfluss über Hintertreppen ermöglichen. Einzig, wenn es um technische Hilfestellung geht, sei dies unproblematisch. Wenn es aber um Inhalte geht, ist das kritisch zu beurteilen, sagte Morlock. Das ist also der Kommentar zweier renommierter Juristen über die Antwort der Landesregierung auf eine große Anfrage der Piratenfraktion. Von dieser Anfrage und von diesem Kommentar von zwei deutschlandweit bekannten Staatsrechtlern zu den Aktivitäten einer Stiftung, die auch mindestens deutschlandweit aktiv ist, sagen die beiden Beiträge in der FAZ und im Spiegel nichts. Stattdessen ist von 5 Jahre alten Peinlichkeiten und Tweets die Rede. Auch Piraten haben mal Dummheiten gemacht. Ich mache jetzt mal das mit der Polarisierung. Und ich denke, die FAZ und der Spiegel wissen, was Polarisierung ist. Wenn man jetzt mal den Schluss zieht, nach dem, was in den Artikeln steht, dann sind 5 Jahre alte Tweets, besitzen einen höheren Nachrichtenwert als die Kommentare von zwei Verfassungsrechtlern auf die Antwort der Landesregierung auf unsere große Anfrage. Qualitätsmedien, hey, Pressefreiheit ist so super, das ist unfassbar wichtig. Qualitätsmedien, für die Qualität müsst ihr schon selber sorgen. Nicht einfach nur mit Cut and Paste irgendwie aus DPA-Meldungen abschreiben, sondern mal so richtig eine knackige Story, Pros and Cons. Uns muss ja nicht jeder mögen, uns Piraten. Aber das wäre doch mal, auch im Sinne einer Vollständigkeit über das politische Geschehen, ein kräftiger Sprung nach vorne. Und für diejenigen, die noch Hilfe brauchen, ich gebe mal einen Lesetipp. Es gibt das Buch von Uwe Krüger, einem Medienexperten, mit dem Titel Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse. Oh, wait, wem gehört eigentlich der Spiegel? Steckt Bertelsmann da nicht irgendwie mit drin? Gibt es da Zusammenhänge? Das will ich erstmal nicht sagen. Aber bitte, liebe Journalisten, denkt doch mal ein bisschen an Qualität. Das ist doch sonst traurig hier. Danke und viele liebe Grüße aus Düsseldorf.